Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch die freundliche Vorstellung. Bei uns geht es heute um eine relativ kleine Lehreinheit, und zwar sind es die einführenden Exkursionen in das Geografiestudium. Wir Geografinnen und Geografen sind eben gerne draußen, sind gerne im Feld, und Exkursionen gehören so ein bisschen zum Initiationsritus des Geografen oder Geografinwerdens. Und wir führen eben jedes Jahr mit den erst- oder zweizemestrigen Studierenden einführende Exkursionen durch. Und unsere Unit macht eben die Stadt Bern Sozial- und Kulturgeografische Sicht. Und es sind jedes Jahr 150 Studierende, die wir quasi durch die Stadt Bern schleusen müssen. Und als ich neu hier angefangen habe, habe ich mich gefragt, wie kann man diese Exkursionen vielleicht etwas interaktiver und freundlicher gestalten und sozusagen weggehen von diesen ursprünglichen Ideen der Exkursion, die eigentlich so ein Exempel par excellence ist für ein Kontaktstudium. Also der Professor oder die Professorin, die im Feld steht, in der Stadt steht und den Studierenden sozusagen predigt, was sie hier zu sehen hat und wie sie das Wissen aus dem Hörsaal ins Feld übertragen kann. Wir sind also der Frage nachgegangen, wie eine Exkursion als Selbststudium auch funktionieren kann und wie sie sozusagen der Lerneffekt gesteigert und auch interaktiver durchgeführt werden kann. Und das ist die Frage, der ich jetzt auch in den folgenden 10 Minuten gerne nachgehen würde. Bevor ich jedoch einsteige, vielleicht direkt mit einem kurzen Sequenz des Selbststudiums für Sie. Sie dürfen die ersten 1,5 Minuten eines der Podcasts, die wir für diese Exkursion professionell produziert haben, hören und dann alles Weitere dazu. Wir befinden uns hier am Standort Zietglocke. In 3 Himmelsrichtungen verlaufen Gleise. Pflastersteine prägen das Bild. Trams, Busse, Velos, Menschen. Oh, Entschuldigung. Gleich schon eine digitale Panne. Wir befinden uns hier am Standort Zietglocke. In 3 Himmelsrichtungen verlaufen Gleise. Pflastersteine prägen das Bild. Trams, Busse, Velos, Menschen. Die Kreuzung beim Zietglocke ist ein Knotenpunkt für die Berner Altstadt und den öffentlichen Verkehr. Wir sind von der Uni oder vom letzten Standort hierher gekommen, ohne darauf zu achten, wo Absätze sind, welche Lichtverhältnisse herrschen, welche Gassen eng sind oder welche Geräusche wir wahrnehmen. Wir sind einfach gegangen. Aber wie wäre es für dich gewesen, wenn du in einem Rollstuhl sitzen würdest, wenn du deine Füße und das, was um dich passiert, nicht oder nur schlecht sehen könntest, wenn du das Tram, das gerade von der Haltestelle losfährt, nicht hören könntest? In diesem Podcast beschäftigen wir uns damit, wie Menschen mit Behinderung die Stadt Bern erleben. Wir sprechen mit Adrian Siebler darüber, welche Anstrengungen Bernmobil, der lokale ÖV-Betreiber, unternimmt, um Menschen mit Mobilitätseinschränkungen innerhalb der Stadt in Bussen und Trams zu befördern. Wir diskutieren, welche gesetzlichen Vorschriften für Fragen der Barrierefreiheit relevant sind und welche Maßnahmen von der Stadt Bern ergriffen werden, um die Barrierefreiheit voranzutreiben. Und wir erörtern, warum Barrierefreiheit ein wichtiges Thema der Sozial- und Stadtgeografie ist, im Hinblick auf das Recht auf Stadt für alle. Das ist ein ganz kleiner akustischer Einblick in die Exkursion und quasi wie das Selbststudium in dieser Exkursion abläuft. Ich hoffe, Sie konnten mit diesem kurzen einführenden Podcast sich ein bisschen in die Themen dieser Exkursion einfinden und quasi die Herausforderungen, mit denen die Stadt Bern und vor allem mobilitätseingeschränkte Personen konfrontiert sind. Bevor ich weiter auf die Podcasts eingehe, vielleicht kurz nochmal einen Überblick, was überhaupt die Lernziele dieses Lehrformats Exkursion sind. Ich denke, das ist auch nicht in allen Fächern präsent. In den Exkursionen geht es eben darum, sozusagen sich mit einem Lerngegenstand, in diesem Fall soziale Ungleichheiten im städtischen Kontext, in realer Umgebung, also hier in der Stadt Bern, auseinanderzusetzen. Es soll dabei ein Transfer von Lerninhalten stattfinden, von der Theorie zur Empirie, also wieder in unserem Fall das Fachwissen über soziale Ungleichheiten und Differenzen in der Stadt hin sozusagen zur Realität der Stadt Bern und der Realität dieser Personen, die von Mobilitätseinschränkungen betroffen sind. Und es geht vor allem auch um den Transfer von Lerninhalten für die spätere Berufspraxis, also die Übersetzung von Theorie in die Praxis, also die Entwicklung von Handlungs- und Reflexionskompetenz. Also hier konkret die Studierenden, unsere Studierenden arbeiten später auf den Planungsbüros, dass diese Studierenden sensibilisiert sind für Fragen von sozialer Ungleichheit, wie Mobilität in der Stadt erlebt wird. Wie findet nun diese Übersetzung von Fachwissen in Realität und Handlungskompetenz statt und wie überleben die Studierenden überhaupt auf Exkursionen sozusagen die reale Umgebung? Hierzu ein Zitat von Stolz und Feiler, die ihm schreiben: Zum Entleben und Entdecken der realen Welt außerhalb der Seminarräume gehört auch das Zusammentreffen mit Menschen, zum Beispiel örtliche Akteure oder Expertinnen und Experten.
Das entdeckende Lernen im Gelände rückt immer mehr in den Vordergrund und ersetzt vermehrt reine Überblicksexkursionen, die auch touristischen Führungen gleichen. In den Sozialwissenschaften ist für uns eben das Zusammentreffen mit Menschen zentral für das, was hier das entdeckende Lernen im Feld genannt wird. Und als wir die Exkursion neu konzipiert haben, war es für uns auch sehr wichtig, dass dieser Kontakt, dieses Zusammentreffen mit Expertinnen und Experten, aber eben auch mit Betroffenen stattfinden kann. Jedoch ist es eine Herausforderung eben angesichts der hohen Anzahl von Studierenden, also 150 plus, die dazu führt, dass diese Exkursion viermal pro Jahr in gleicher Form durchgeführt wird und dass sie jedes Jahr aufs Neue durchgeführt wird und Expertinnen und Experten aufgrund ihres eigenen sehr strengen Zeitbudgets eben oft nicht zur Verfügung stellen, viermal das Gleiche zu zählen und das jedes Jahr wieder aufs Neue. Ich denke, das können wir uns alle vorstellen. Und es ging eben uns auch darum, den Anteil vom Selbststudium zu erhöhen, damit es eben nicht nur eine Unterhaltung ist und quasi eine nette Freizeitausflug durch die Stadt Bern, sondern dass tatsächlich ein Mehrwert hier durch eine verstärkte Interaktion stattfinden kann. Uns ging es darum, dass die Studierenden eben nicht nur sozusagen im Raum sehen, was soziale Ungleichheit ist, sondern vielmehr selbst erfahren, wie gesellschaftliche Prozesse und Machtverhältnisse im Raum auch eingeschrieben werden. Und sozusagen das Feld, also sozusagen die Stadt Bern und die Fragen, die wir uns stellen, von sozialer Ungleichheit selbst erleben und durch die Meinungen und Erfahrungen der relevanten Akteure sich damit auseinandersetzen. Was wir uns überlegt haben, war eben, dass Podcasts eine gute Möglichkeit sind, diese Expertinnen und betroffenen Stimmen einzufangen und sozusagen erlebbar und hörbar zu machen für die Studierenden. Und im zweiten Schritt kleine empirische Aufgaben, wo sich Studierende sehr selbstständig dann mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Zu den Podcasts zunächst. Wir haben für die Podcasts Interviews mit Expertinnen und Betroffenen geführt im Vorfeld. Das war relativ aufwendig, aber es war natürlich auch sehr schön, sich sehr viel Zeit zu nehmen, um Interviews mit wirklich Experten in diesen Feldern zu führen. Wir haben dann auf Basis dieser Interviews und der Fachliteratur Manuskripts geschrieben. Auch das relativ große Arbeitsaufwand. Und haben am Ende dann diese Podcasts professionell produzieren lassen und einsprechen lassen von jemandem, von einem SRF-Mitarbeiter im Rahmen eben unseres M-Labs. Und haben dann auf Basis dieser Podcasts ein Curriculum entwickelt, auf der Selbst- und Kontaktstudienphasen abwechselt. Man sieht hier den Ablauf. Es gab immer am Beginn eine Phase des Kontaktstudiums, wo wir die Themen eingeführt haben und sozusagen auch die Studierenden gezeigt haben, was der Tag für sie bringt und wie der Tag abläuft. Dann gab es eine relativ lange Phase des Selbststudiums, der auf Basis eben dieser Podcasts stattgefunden hat, der die Studierenden in Kleingruppen hier diesen Rundgang durch die Altstadt Berns gemacht haben und sich mit vier verschiedenen Themen zum Überthema Recht auf Stadt und Ungleichheit in der Stadt beschäftigt haben. Wir haben uns dann in der Mittagspause nochmal den Kontakt mit den Studierenden aufgenommen, haben Fragen beantwortet, haben Themen vertieft diskutiert, bevor die Studierenden in den gleichen Gruppen nochmal ins Selbststudium gegangen sind und zu einem Standort, das sie selbst auswählen konnten, also sie konnten hier die Prioritäten und ihre Interessen frei wählen, eine empirische Gruppenarbeit gemacht haben und Personen, praktisch Bevölkerung im öffentlichen Raum, zu diesem Thema befragt haben. Und am Ende haben sie dann diese Ergebnisse noch präsentiert und wir haben sie gemeinsam diskutiert. Das ist vielleicht so ganz grob der Ablauf. Wie fanden jetzt die Studierenden selbst dieses Experiment, also diese neue Form der Exkursion im Vergleich zu diesen klassischen Kontaktstudiumsexkursionen? Wir sehen hier, dass Podcasts als ein sehr geeignetes Mittel für Stadtexkursionen empfunden wurden. Ich denke, das hängt auch damit zusammen. Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen in der Stadt Bern, in der Südglocke. Es ist ein sehr lauter Ort und Sie stehen dort mit 40 Studierenden. Es ist klar, dass die hintersten Studierenden nicht mehr unbedingt hören, was vorne die Dozierende oder der Dozierende sagt. Also hier die Möglichkeit mit Podcasts, dadurch, dass es gut akustisch hörbar ist für jeden, eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, das Wissen zu vermitteln. Und wie gesagt, war auch das Feedback für die Podcasts selbst, dass sie wirklich neues Wissen vermitteln, sehr positiv, wie die Evaluation zeigt. Es gab auch bei uns sehr viele positive Stimmen, die sagten, ja, super mit dem Selbststudium, super mit den Kopfhörern. Aber es gab durchaus auch negative Stimmen, die sagten, sie würden sich eben wünschen, mehr Präsenzveranstaltungen. Und eben sehr spannend auch zu meinen Vorrednerinnen, wo das gleiche Ergebnis auch aufgetaucht ist. Und was vielleicht mein Fazit wäre, ist, dass eben nicht nur wir Studierenden uns an diese neuen Lehr- und Lernformate gewöhnen müssen, sondern auch die Studierenden selbst. Und dass ich uns wünsche, dass sowohl wir als auch die Studierenden hierfür Freiheit und Offenheit haben, damit zu experimentieren und auch vielleicht manchmal zu merken, ach nein, vielleicht ist doch Kontaktstudium auch etwas Schönes. In diesem Sinne folgen Sie uns auf Twitter für die weiteren Aktivitäten und Experimente des M-Labs und ich freue mich auf die Fragen.